Hey, schön, dass du wieder da bist hier am Freitag. Heute ist die zweite Herausforderungszeit. Diese Herausforderung wird für 2 Wochen gelten. Das heißt nicht eine Woche wie letztes Mal mit dem 5 Uhr aufstehen, sondern diese Herausforderung geht 2 Wochen lang. Das heißt, das Auflösungsvideo kommt dann am Sonntag in 2 Wochen und die Aufgabe beginnt offiziell am Montag, also den kommenden Montag beginnt die Aufgabe. Wenn du daran teilnehmen willst, musst du Folgendes machen. Schreib in die Kommentare, dass du teilnimmst. Abonnier den Channel, wenn du das noch nicht gemacht hast. Dann bist du offiziell Teilnehmer. Und ganz, ganz wichtig, ich sag's nochmal, am Ende, wenn das dann Video am Sonntag rauskommt, das ich dann poste nach den 2 Wochen, schreib auch da, ob du es geschafft hast, ob du es nicht geschafft hast. Wir hatten mehrere Leute, die, also in dem ersten Video, wo es um die erste Challenge ging, haben mehr Leute geschrieben, dass sie dabei sind, als dann am Ende mir geschrieben haben, was denn dabei rausgekommen ist. Das ist schade, wenn ihr schon dabei seid, wenn ihr schon auf YouTube den Kommentar setzt, ich bin dabei, dann habt auch die Eier, im Sonntagsvideo zu schreiben, ich habe es geschafft, ich habe es nicht geschafft, ich habe ein Video gemacht, wo ich gesagt habe, ich habe es nicht geschafft. Andere Leute haben kommentiert, haben gesagt, hey, ich habe es geschafft, hey, ich habe es nicht geschafft und das war meine Erfahrung. Wenn du teilnimmst, nimm ganz teil oder lass es ganz bleiben. Schreib einen Kommentar in die Box, schreib, ich bin dabei und dann sei auch dabei und abonniere den Channel, wenn du es noch nicht gemacht hast und dann kannst du an der dieswöchigen bzw. 2-wöchigen Herausforderung teilnehmen. Und es ist eine Herausforderung, die natürlich kommen musste hier auf dem Channel, weil wir auch schon einige Videos darüber gemacht haben. Für manche Leute ist das vielleicht keine Herausforderung, für manche Leute ist das bereits Normalität, manche machen das bereits. Für manche Leute ist das eine große Herausforderung, weil sie das ganz, ganz anders machen. Und zwar machen wir für 2 Wochen lang zusammen NoFap. Das heißt, wir holen uns 2 Wochen lang zusammen keinen runter. Das heißt, du darfst keinen Orgasmus haben, außer im Sex mit einer Frau. Keine Pornos gucken, kein Orgasmus für 2 Wochen bis übernächsten Sonntag, wenn ich das Video poste. Das ist die Herausforderung, wenn du teilnehmen willst. Ich bin dabei in die Kommentare, wirklich auch dabei sein, sonst nicht, entweder ganz oder gar nicht. Da aber mal ganz kurz, schön, dass ihr was viele teilgenommen haben. Cool, die Leute, die dann noch im Sonntagsvideo ihr Feedback geschrieben haben, sehr, sehr geil. Ich war überrascht, wie wenig Leute die erste Herausforderung inklusive mir geschafft haben. Ich habe es ja auch nicht geschafft, aber ich glaube, dieses Mal rocken wir mehr und schaffen das sicherlich die, die daran teilnehmen. Deswegen freue ich mich, wenn ihr wieder dabei seid. Sinn der Sache ist einfach, dass ihr dadurch, dass ihr euch keinen Rund holt und keine Pornos guckt, euren Testosteronwert aufbaut, euch nicht den Samen rausballert. Weil ihr werdet merken, wenn ihr mal eine Woche lang euch keinen runtergeholt habt, dann seid ihr viel motivierter, Frauen anzusprechen und dann läuft es auch viel besser mit den Frauen. Und wenn wir das Ganze noch auf 2 Wochen erhöhen, dann wirst du merken, du bist irgendwann einfach nur noch geil, willst Frauen kennenlernen, willst mit Frauen schlafen und bist dann viel motivierter rauszugehen. Und das ist ja das, worum es hier geht. Frauen ansprechen, Frauen kennenlernen, deinen Erfolg mit Frauen verbessern. Und deswegen die Herausforderung für die kommenden 2 Wochen, wenn du teilnehmen willst, beginnt ab Montag. Das Video kommt dann am übernächsten Sonntag, das Ergebnisvideo. Da werde ich dir sagen, ob ich geschafft habe, wie meine Erfahrung war. Und du wirst kommentieren, wenn du jetzt hier auch kommentierst, wie deine Erfahrung war. Wirklich einmal noch ganz wichtig, mach bitte nur mit, wenn du voll mitmachst. Kommentierst du hier, ich bin dabei, erwarte ich von dir, dass du auch in 2 Wochen an einem Sonntagsvideo schreibst, wie deine Erfahrung war, ob du es geschafft hast oder nicht. Nimm nur daran teil, wenn du es wirklich durchziehen willst, ganz oder gar nicht. Ansonsten lass es lieber bleiben, dann ist vielleicht Herausforderungszeiten nicht das Richtige für dich. Jetzt freue ich mich, wenn ihr noch Fragen habt zu der Herausforderung, in die Kommentare gerne schreiben. Ansonsten freue ich mich auf haufenweise, ich bin dabei, Kommentare. Lass uns das zusammen durchziehen. Wir beginnen nächste Woche Montag, 2 Wochen lang NoFap. Geil, dass du dabei bist. Und dann hören wir in 2 Wochen sonntags voneinander und schauen, wie wir das alle zusammen geschafft haben.